Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybolsoft. Viele von euch nutzen immer noch oder leider oder wieder Windows 7 und deswegen geht's auch heute wieder mal um Windows 7 und zwar um Microsoft Security Essentials, also der Vorgänger oder der Nachfolger oder was auch immer von dem Windows Defender, also das Antivirenprogramm, was dann später in Windows 7 nachinstalliert werden konnte von Microsoft. Und so wie sich jetzt herauskristallisiert hat, wird wohl Microsoft auch weiterhin, also nach dem 14. Januar 2020, Virendefinitionsupdates für den Security Essentials Defender hier bereitstellen. Also wenn ihr dieses Programm hier für Windows 7 nutzt als Antivirenprogramm, dann bekommt ihr auch nach dem Supportende noch Definitionsupdates für die Virendefinitionsdatenbanken. Allerdings hat Microsoft auch verkündet, dass es die Plattform als solches von Microsoft Security Essentials nicht mehr updaten wird. Es wird lediglich die Definition für die Virendatenbanken regelmäßig noch geupdatet, wahrscheinlich noch bis 2023. Ja, genaueres können wir dann erst sagen, wenn es soweit ist. Ich habe euch mal die Quelle verlinkt. Wem es interessiert, der kann da auch gerne nochmal nachlesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, macht's gut, tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachte doch noch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diese Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.